Recht herzlich willkommen zur 18. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben 580.000 Euro fast. Das ist ja cool. Wir haben noch 6 Forschungspunkte. Und wir gehen mal dahin. Letzte Runde haben wir ja, sag schon, unseren Decoupler und den Booster oder was das da auch immer war, erfolgreich getestet. So, hier sind 2 Touristen. Da müssen wir irgendwie, keine Ahnung, eine dicke, fette Kapsel haben, die wir da mit den 3 Touristen haben. Das ist in meinen Augen nicht so der Bringer jetzt. Perform Visual Surveys of Kerbin. Aha, Crew Report müssen wir da machen. Keine Ahnung wo. Floyd Dynamic Research Labs. Keine Ahnung, was die da von einem wollen. Da kommen wir dann rein, um deren Probleme zu lösen. 3 Stunden 44 Minuten geht das ab. 5 Tage. Ne, 5 Jahre. Duration? Keine Ahnung. Also, ich glaube, in 3 Stunden, 44 Minuten und 33 Sekunden ist der Auftrag weg. Und wir haben 5 Jahre Ausführungszeit oder so. Und da müssen wir zu dieser Area HLGD hin. Und da müssen wir dann einen Crew Report machen. Und das unterhalb von 17.800 Meter. Ja, und irgendwie habe ich das noch nicht so mit der Steuerung so ganz verstanden, ne? Wie ich dann da hinkomme. Das hatten wir ja schon bei, weiß ich, wie die Dame noch hieß, der Weltraumtourist. Also das hier ein Test mit einem Liquid Fuel Engine gelandet. Also das ist definitiv klar, dass wir den nehmen. Und der Launch Site ist auch dieser, The Rocco Max Brand Decoupler. Das heißt, den können wir definitiv dort auch benutzen. So, und dann haben wir neue mit 2 Sternchen, aber da wir jetzt 2 aktive haben, beziehungsweise hier sind ja auch noch die anderen irgendwie. Set Speed Record of 2500 Meter Second. Die sind ja immer automatisch dabei, aber wir nehmen diese jetzt beide an uns. Test LV909 und Test Rocco Max Brand Decoupler. Das heißt, wir müssen da irgendwas für bauen, was diese Tests gerade abschließt. Ich kann da nochmal reingucken, was müssen wir machen. Launchzeit müssen wir sein und auf Kerbin. Den brauchen wir dann nur wegschießen, glaube ich, und dann war es das. Und hier Liquid Fuel Engine, den müssen wir nur einmal starten und dann ist das Ding auch schon durch, glaube ich. Okay, das bedeutet da raus, da rein. Und dann müssen wir die 2 Dinger gerade suchen. Und die müssten hier, da ist schon einer. Also ich mach das da mal hin, das war jetzt vielleicht nicht die dolle Idee, oder? Oder doch? Spielt eigentlich keine Rolle, wie rum wir das aufbauen, ne? So, den lassen wir da. Gucken wir gerade das zweite Teil durch. Das ist der. Das ist, glaube ich, so ein Mini... das ist nicht ein Mini-Ding, das ist ein Riesending. ja, da müssen wir gerade nochmal in die Forschungsabteilung hier unten. Der Decoupler, Kerbin auf Launch Site, müssen wir den testen. Das heißt, wir bauen den da ganz einfach hin. Und den bauen wir ganz einfach da drauf, wenn es dann geht, ne? Ich glaube, wir müssen den nochmal wegmachen. Und wir nehmen erst den und gehen dann da runter. Ach, da liegt noch einer, super. Mach den weg. Da ist er. Dann das Triebwerk. Da drauf. Geht. Wunderbar. Und
Was muss man mit dem anderen machen? Das müssen wir testen. Testen bedeutet ganz einfach ein bisschen Sprit da dran kriegen, würde ich sagen, ne? So. Und ja, wir müssen, glaube ich, immer irgendwie so eine Kapsel dabei haben, ne? Kann das sein? Und den Fallschirm noch dabei. Ne, einen tiefer, ne, oder? Ne, auch nicht. Hier ist er. Und dann fliegt das Ding doch durch die Gegend, oder? So, der muss in Stufe 1 rein. Und den müssten wir in Stufe 2 haben. Und der Dekoppler da unten hin. Und ja, ich glaube, wir brauchen noch einen mehr, weil wir den dann da hinsetzen. Ich mach's lieber in Einzelschritten, ist, glaube ich, besser. Und mit dem Ding fliegen wir dann hoch und vielleicht kriegen wir noch einen Test oder sowas hin, ne? Ich würde jetzt ganz gerne die Antenne noch dabei. Was ist das denn für ein Ding hier? Micro Landing Strut, okay. Die Antenne war hier, ne? Genau, die würde ich dann da auch noch gerne hinbauen. Vielleicht funktioniert das dann ja. So. Das muss weg. Die Kappler. Engine. Test. Sichern. Ich glaube, das war schon, ne? Und ich glaube, wir können auch direkt aufs Launchpad gehen. Warning, no control. This is a no remove control on. Ah, also canceln wir das. Das liegt einfach daran, dass man damit anfängt zu bauen. Schön, ne? Alles weg. Ja, schade drum, ne? Dann müssen wir das halt anders machen, ne? Nochmal auf die Schnelle. Kommen wir mal gerade hier. Ne, so nicht, sondern da. So machen. Muss ich dahin machen. Passt. Und kleinen Tank brauchen wir. Da drunter. Dann das Triebwerk. Und dann der Dekoppler. So, jetzt funktioniert es dann auch wahrscheinlich. So. Nochmal speichern. Und dann können wir es launchen, ne? Glaube ich. Ah, hier müssen wir noch umändern. Den möchte ich dann nochmal rausziehen. Sicherheitshalber, ne? Und speichern und starten. So, dann sind wir auf der Steitrampe. Erstens möchte ich hier gucken, ob ich hier schon einen Statusbericht noch irgendwie habe. Nein, habe ich nicht. Okay, dann lassen wir das. Ah, das ging nicht, ne? Ja, das heißt, wir können jetzt den ersten Test, machen wir hier gerade auf, schon beenden in dem Sinne. Weil der ist nämlich schon, ne? Schon gegeben, wenn wir die Leertaste drücken, oder? So, 3, 2, 1, go. So, da haben wir schon den ersten geschafft. Und der zweite Test ist jetzt der Motor, der Antrieb, der Engine. Den haben wir hier. Würde ich ja ganz gerne mal ein bisschen mit der Leistung runtergehen und dann gucken, dass wir den langsam starten, oder? So, wir klicken drauf. Der Test ist erfolgt und wir können jetzt langsam abheben. Macht doch nichts, zu schwer. Ja, dann wissen wir schon mal, dass die Konstruktion zu schwer ist für dieses Triebwerk. Gut. Das heißt, sieht cool aus im Hintergrund mit dem Dreck. Das heißt, das Ding ist schon durch, ne? Können wir noch einen Crew Report bringen? Nein, können wir nicht. Das ist aber schade, ne?
Kann man irgendwas machen, damit wir noch einen Crew-Report kriegen? Ich glaube auch nicht, oder? Control von hier? Nein. Können wir mal aussteigen lassen, ne? Und jetzt ein Crew-Report. Sagt der was? Statusbericht. Ist das denn Experimente entfernen? Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür es gut ist. Aber wir drücken B, um wieder an Bord zu kommen. Dann jetzt ein Statusbericht, der nichts bringt. Okay. Experiment ansehen. Du hast die Aufgaben der Crew gespeichert. Ich weiß aber nicht, wofür sie gut sind, aber egal. Wir können jetzt hier recovern. Weil das waren unsere zwei Ziele, die wir erreicht haben, oder? So, wir haben Science-Punkte dazu gewonnen, nämlich zwei im Endeffekt. Warum hier 7 steht, da oben steht 8, wir hatten vorher, glaube ich, 6. Versteht keiner so richtig. Wir haben keine dazu gekriegt angeblich, aber die Zahl hat sich dann doch verändert. Ich weiß nicht warum. Okay, das können wir auch bergen. Gut, next. Das kriegen wir alles wieder. Ist auch viel Geld. Jebediah hat keine Erfahrungspunkte. Hier steht zwar Total Reputation 200, aber keine Ahnung, wieso und weshalb, warum das so ist. Gut, erledigt. Dann sind wir damit auch schon wieder durch. So, dann gehen wir hier rein und schauen, was wir Schönes Neues haben. J33 Wesley Basic Jet Engine in Flight over Kerbin. Orbiting, da müssen wir ganz rum, das ist zu viel des Gutens. Das ist ein Landeding, das können wir dann also wieder an uns nehmen. Und das genauso. Ja, und das war das, wo man da irgendwo hin müsste. Das lassen wir mal weg, denke ich. Das ist jetzt noch nicht das Ding. Ja, die beiden Sachen, die wir haben, sind Landedinger, also auf der Erde. Und das wäre hier im Fliegen. Das würde ich nochmal sagen, machen wir das auf der Erde dann, ne? Okay, dann gehen wir hier raus. Gehen wir hier wieder rein. Und gucken mal gerade. Der Fuel-Tank war da, oder? Ich sehe jetzt keinen. Das kann erstmal weg. Wieso ist denn da jetzt nichts highlighted? Test LVO T45 Svevo Liquid Fuel Engine. Okay. Dann müssen wir den testen. Also wir müssen erstmal den haben. Einen tiefer, weil wir den auch brauchen. Hier ist irgendwas faul. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, ich habe den Engine da oben schon hingesetzt. Dann müssen wir nochmal von da anfangen. Müssen wir natürlich mit runternehmen. Den drauf. Den drauf. Die Antenne mitnehmen. Passt. So, den Liquid Engine haben wir da. Was haben wir denn noch? Test BACC Samba Solid Fuel Booster. Der wäre ja auch hier wohl, ne? Oh, das ist der ganz große, ne? Wow. Achso, den anderen müssen wir... Oh Gott, die sind beide landed. Das
Das heißt, die müssen beide gleichzeitig starten. Oh oh. Gut, dann würde das bedeuten, nee, beim Kran hier ist das Symbol, davon zwei da dran. Und dann die beiden. Seville. Zwiebel. Das ist er. Nee, das ist doch nicht richtig. Der als erstes. Und der da auch dran, ne? So. Ich glaube, das muss ein bisschen höher, ne? So. Der ist da oben. Können wir vielleicht einen Tacken runtersetzen, das Ganze? So, dann steht's. Ja, Nosecone. Gute Frage, ne? Ja, komm, mach mal drauf. Sieht schicker aus. Ja, da kommen wir ganz schön weit mit hoch, denke ich. Und da werden wir dann Statusbericht wahrscheinlich brauchen, ne? Wenn es denn dann geht. Wegen Strom und so. So. Der muss da unten mit rein. Die beiden müssen definitiv dann los, wenn das leer ist. Ne, dann muss... Nein, die müssen da unten mit rein. Sobald die leer sind, müssen wir sie absprengen. Das wäre dann nachher das. Ah. Ich glaube, wir müssen da noch was ändern. Da muss definitiv ein Decoupler zwischen. Sonst ist das vielleicht mit dem Zurückkommen etwas blöd. So. Dann ändern wir das Gerät hier. Das nennen wir einmal Booster. Engine Test. Passt. Gut, dann haben wir das. Sollte funktionieren, würde ich sagen. Sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück ins Hauptmenü. Ich würde auch sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich, ich, für diese Folge dann bei euch, dass ihr zugeschaut habt, und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.